Ja, hallo, willkommen zum neuen Video aus der Reihe Journal of the Cabin. Ich dachte, ich rede mal mit euch heute über die Begriffe Bushcraft und Woodcraft und erzähle mal so, wie ich das sehe, wie das wahrscheinlich auch viele andere sehen, die sich damit ein bisschen näher beschäftigen. Es ist ja in den letzten Jahren gerade in der deutschen Community ein bisschen zum Sport geworden. Andere, sag mal, das abzuerkennen, dass das ein Bushcrafter ist, nur weil er vielleicht einen Kaffee im Wald trinkt und man sagt, ja, das hat mit Bushcraft nichts zu tun. Das mag für denjenigen stimmen. Reden wir mal darüber, dass, hier, schön rostig, habe ich wieder was zu tun. Hat jetzt paar Monate hier draußen rumgelegen, standet immer noch wie die Sau. Reden wir mal einfach darüber. Auch Dave Canterbury hat gesagt, er selber ist schuld, dass er so oft den Begriff Bushcraft benutzt. Und Bushcraft wäre ein europäischer Begriff. Und das ist wohl wahr. Ja? Ursprünglich wird der Begriff Woodcraft, oder sollte der benutzt werden, nämlich Woodcrafting wäre aus Holz etwas herstellen. Ja? Sei es jetzt ein Shelter, ja? Sei es, ein Digging-Stick, ein Rapid-Stick, sei es ein Tripod oder was auch immer. Es geht im Prinzip darum, aus Holz was herzustellen. Wenn man das aus dieser Sicht sieht, haben diese Leute ganz bestimmt recht. Die sagen, das hat mit dem Kaffee, das hat nichts mit Bushcraft zu tun. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, warum? Ich sage auch nicht, wenn ich im Wald einfurzen lasse, das ist ein Bushcraft-Furz. Aber man muss den Leuten nicht immer alles in Abrede stellen, um die zu degradieren. Das ist, worauf ich mit diesem Video hinaus will. Nun, die Begriffe Bushcraft und Woodcraft sollen im Prinzip das gleiche oder wollen im Prinzip das gleiche ausdrücken oder beschreiben. Ja? Ich jetzt hier an meiner Hütte sitze, ja, und ein bisschen hier mein Bildhauerklöpfel arbeite. Das wäre dann schon Bushcraft oder vielmehr Woodcraft. Ob ich mir halt diesen Zeltering schnitze. Das ist auch Bushcraft oder Woodcraft. Was es einigen Leuten nicht so gut gefällt, ist halt, dass es so inflationär benutzt wird, dieses Wort. Das mag in deren Augen mit Sicherheit korrekt sein. Ist aber im Prinzip, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja? Man sollte den Leuten auch den Spaß damit lassen. Und wenn ich jetzt, nicht jemandem zuguckt, wie er einen Kaffee macht in seinem Video und wird direkt da reinschreiben, das hat ja mit Bushcraft nichts zu tun. Finde ich auch so ein bisschen kleingeistig. Ja? Und deshalb hatte ich auch zum Beispiel im letzten Winter, ich glaube so in den letzten Tagen des Jahres, diesen Konflikt mit drei besonders hochgradig nicht eloquenten Personen und bin deswegen auch aus deren Gruppen raus. Ja, und habe mal meine eigene Gruppe gegründet. Das Beste, was ich bis jetzt auf Facebook gemacht habe, ja, diese Gruppe zu gründen, weil die ist sowas von demokratisch. Könnt ihr gerne mit einsteigen, wenn ihr noch nicht in dieser Gruppe mit seid. Ja, da wird garantiert keiner sagen, das hat mit Bushcraft und Woodcraft nichts zu tun, wenn ihr einfach nur einen Kaffee trinkt. Ja? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Nun, ich habe neulich noch das Video gesehen von Dave Canterbury, wo er, ich glaube, da hat er über sein Buch gesprochen, dieses Bushcraft 101, das habe ich auch. Er sagt selber, er wird selber schuld, dass er immer dieses Wort benutzt. Er hat auch versucht, das Buch bei seinem Verleger nicht als
Bushcraft 101, sondern als Woodcraft 101 lancieren zu lassen. Aber der Verlag war dagegen, hat gesagt, nee, haben wir nicht. Das soll Bushcraft 101 heißen. Weil die Leute werden danach suchen. Und deshalb benutzten die Leute halt diesen Begriff. Und ich denke, im Prinzip ist es, das ist Latte, ob ich das jetzt so oder so ne. Ich denke, man, wenn man sagt, man von sich, man ist Bushcrafter, geht raus in die Natur und baut sich ein Shelter aus welchen Materialien auch immer. Warum muss man denen das in Abrede stellen, dass das was mit Bushcraft zu tun hätte? Das ist ja nicht nötig. Ne? Wobei ich so in den letzten Jahren gemerkt habe, in Form von ganz speziellen Personen, mit denen ich so zu tun hatte, dass sie so ein Problem mit ihrem Ego bekommen haben und das deswegen manchen in Abrede gestellt haben. Weiß nicht, vielleicht hatten die dann ein Problem mit ihrem Penis oder was, irgendwie. Ja. Tut mir ja dann auch leid für diese Leute, wenn die da so engstirnig sind. Ja. Ich denke, wenn man sich, auch wenn es hier an so einer Bretterbude, wie manche das bezeichnet haben, von diesen engstirnigen Menschen. Und ich mache hier so mein Ding, ich mache mir hier mein Essen. Stell aus einem Stück Holz einen Hammer her. Ist das für mich Woodcraft, Bushcraft? Setze ich mich mit meinem Messer irgendwo hin und mache mir Feuerholz. Ist auch aus Holz was herstellen. Ist auch Bushcraft oder Woodcraft. Also sollte man sich nicht beeindrucken lassen von so manchen, der meint, er hätte das Diplom oder den Bachelor in Bushcraft und Woodcraft erfunden. Ja? Es gibt mit Sicherheit Menschen, die die wirklich gute Sachen aus Holz herstellen können. Nicht hier so einen kruden Holzhammer, ja, aber der funktioniert. Ja. Der ist nicht hundertprozentig gerade, aber der funktioniert. Also, und den habe ich mal eben in einer Viertelstunde bei uns im Garten gemacht. Ja. Noch nicht mal hier oben an der Hütte. Und hatte da. Welches Messer hatte ich denn da mit? Ich meine das Jagdkit Knif 2. Feine Arbeit kann man auch dann mit Mora hier machen. Auch wenn es so rostig ist. Cool. Oder ich brauche hier so einen krummen Heinrich. Ist ja egal. Ich restauriere so ein Ziehmesser vom Flohmarkt für 1 Euro oder 2. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich mache hier meine Bohrlöcher hier mit dem Handbohrer. Egal wo rein. Das ist alles Bushcraft, Woodcraft. Zumindest für mich. Wenn ich jetzt demnächst diese kleine Serie mache, wie ich mit diesen Holzmeißeln und meinem selbstgebauten Bildhauerklöpfel was herstelle, ist das Bushcraft oder Woodcraft. Ja? Der Unterschied zwischen Bushcraft und Woodcraft ist im Prinzip nur, dass Woodcraft eher amerikanisch vom amerikanischen Kontinent kommt und Bushcraft eher aus dem europäischen. Reden wir mal ganz kurz darüber, dass nehmen wir mal diese Hand als Baum. Und jeden Finger als einzelnen Zweig. Nochmal Bushcraft, Woodcraft, Survival, Camping, Prepping. Da könnten noch andere Sachen mit dabei kommen. Ja? Dann haben wir viele Äste. Aber ich denke, all diese Begriffe sind, oder all diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, sind nichts anderes als verschiedene Äste vom gleichen Baum. Ja? So. Das wollte ich nochmal los geworden sein. Und ich danke euch fürs Zuhören und meinem Gequassel. Ich würde jetzt noch mit Mikey ein bisschen durch den Wald stromern. Na, Mike! Müsst euch das angucken. Da hinten liegt er. Mike! Komm mal her, Kumpel. Komm mal her, Kumpel. Komm. Fauler Struppes. Komm mal her. Ja, komm. Der hört aufs Wort, ich sag's euch. Komm mal hier. Komm, setz dich in Bewegung.
Ich habe mal gesagt, das ist Mike der Bushcraft-Hund. In Wirklichkeit ist das Mike der Survival-Hund, weil wir haben die Geschichte nachgelesen aus dem Tierheim, wo der her ist, dass er sich in Spanien auf den Straßen mit seinem Weibchen und Mikey hat einen Sohn mit seinem Welpen rumgetrieben hat. Mike, komm her, Kumpel. Ja, ich sag, danke fürs Zuschauen, Zuhören und so, wir zwei gehen jetzt raus in den Wald. Ja? Ja? Komm her, ziehst den Hut auf. Steht ihm gut, ha? So, danke fürs Zuschauen, Zuhören und nochmal. Tschüss, Matjot, schwenkt den Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe. Hat nicht funktioniert.